Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir ja das erste Mal Eisen aus einem Eisenbaum bekommen und haben überhaupt den ersten Eisenbaum gehabt. Jetzt seht ihr schon, habe ich hier eine kleine Produktion angefangen zu bauen. Klar, sie läuft noch nicht perfekt, dafür brauchen wir dann noch bessere Dünger sozusagen, aber bis wir die haben, dauert es ja noch eine Zeit. Und ich denke, so eine kleine Produktion wie hier ist schon mal ein netter Start. Ich kriege hier auch die ganze Zeit schöne Sachen rein, ihr seht schon. Hier läuft die ganze Zeit schön rund. Ich will hier vorne noch einen dran bauen, dann habe ich schon 1, 2. Beziehungsweise ich will vielleicht einfach hier noch links, rechts einen hinbauen, weil die gehen ja dann über den da rein. Aber da wären dann gleich richtig gute Hopper auch mal angesagt. Aber ihr seht schon, es läuft, wie es laufen soll. Wenn ich jetzt hier gucke, kommt gleich der nächste nach. Perfekt, so brauchen wir es auch. Holz kommt hier natürlich jetzt auch eine Masse rein. Wir können bald wieder anfangen, Holz zu verbrennen. Ich muss jetzt hier ganz kurz das einmal herrichten. Drei kriegen wir raus. Zack. Perfekt. Und was ich dann immer mache, weil ich kriege mehr Eicheln natürlich raus, wie das normale andere Zeug. Ich tue dann immer anfangen, die Eicheln hier zu verbrennen und langsam hier anfangen, Eisen anzusammeln. Hier sind schon 3 Ingots drin. Und die werde ich danach dann einfach sozusagen in so einen tiefen Behälter reinschütten. Das sollte dann hoffentlich auch funktionieren. So, hier, ihr seht schon, es kommt hier jetzt massig mittlerweile raus. Im Gegensatz zu davor. Und ich versuche halt immer so den Stand hochzuhalten, um diese Eisenproduktion, weil ich denke, die Eisenproduktion wird am Anfang viel carryen. Weil mit Eisen kannst du halt wirklich vieles automatisieren. Und deswegen will ich jetzt versuchen, erstmal so viel wie möglich davon zu automatisieren, dass du sagst, okay, du hast jetzt immer von jeder Art, keine Ahnung, vielleicht 5 Bäume, die gleichzeitig in so eine Kiste reinpumpen. Durch die ich dann wiederum sozusagen Sachen produzieren kann. Und dann halt in Zukunft schauen, dass ich dafür nicht mal mehr was machen muss, sondern das automatisiert läuft. Dass ich das dann irgendwie automatisiert noch hinkriege. Wie ich das noch mache, habe ich absolut keinen Plan. Aber es wird schon langsam. Es wird schon. Ach, schade, das geht auch. Also rein theoretisch kann ich hier auch alles verbrennen drin. Das ist natürlich auch ein Weg. Müsste ich mal probieren. Kiste hin, Hopper hin. Reintun. Idee, perfekt. Kiste. Brauche ich gleich 2 von. Weil einer für einen Hopper. Zack. Dann braucht man einen Hopper. Keine Ahnung, wie ich es jetzt gerade so gemacht habe. So, okay. Und rein theoretisch, wenn ich das hier dran tun müsste, doch rein theoretisch und hier oben eine Kiste hin. Dann sollte ich doch rein theoretisch einfach sagen können, hey, nimm die Dinger hier, die Iron Gedönsel und friss die, oder? Und die werden nachgepumpt. Perfekt. Und dann tue ich einfach zwischendurch immer wieder hier drüber. Und das Zeug wird nachgepumpt. Perfekt. Und dann wird das hier langsam vollgefüllt. Dann wird das ja schon mal ein bisschen automatisierter. Perfekt. Das ist schon mal perfekt. Was mich jetzt noch natürlich machen muss, ist mir schnell einen Eimer machen. Weil ich habe jetzt hier Lava drin und das würde ich gerne hier reintun. Und würde gerne noch ein bisschen Lava einfach reinschütten, damit ich ein bisschen was auf Lager habe, beziehungsweise dass das Ding unten voll ist. Ich habe da bis jetzt noch nicht so viel reingetan, weil ich ja keinen Eiseneimer hatte. Jetzt habe ich einen Eiseneimer. Jetzt kann ich mir das auch gönnen. Ah, jetzt geht es gar nicht mehr. Aber ich kann dich da wahrscheinlich reintun, oder? Genau, weil es hieß dann. Und ja, perfekt. Leute, wir können uns ein Nether-Tor gleich mal bauen. Das ist ja genial. Ich vergesse jetzt mal, dass ich das so machen muss. Und wir haben ja genug Cobblestone, von daher läuft es auch perfekt. Schon die unendliche Wasserquelle, sehr praktisch. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir 8 Stück. Ich mach trotzdem mehr. Weil, was willst du? Es ist einfach nur geil, sowas zu haben. Da will ich mich jetzt auch nicht beschweren. So. Schütz ihr aus, Iron Ember, perfekt. Holz kommt schon in Tonnen nach. Hoi, 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 hoi. Auch hier rein und dann geht das gleiche mal in die Schmelze. Und die scheint eh schon wieder leer zu sein. Wie viel ist hier schon drin? 4 Ingots. Und insgesamt sind da Kapazität von 16 Ingots.
bedeutet ein bisschen über einen Ding passen. Das brauche ich aber natürlich von. Wie heißt der Mod nochmal? Tinkers Construct. Ich vergesse jetzt immer wieder Tinkers. Tinkers Construct. Brauche ich dann das tiefe Teil? Den Cauldron oder wie der heißt bei denen. Das hier. Casting Square. Casting Bin dafür. Habe ich nicht noch irgendwo welche rumliegen gehabt? Hier. Ich bräuchte die Bricks, ne? Die Seared Bricks. Und die habe ich, glaube ich, nicht mehr. Also neben dem, dass ich jetzt hier vier Buckets noch habe. Ist es nicht gut. Purified Resin. Hier noch sehr viel Scheiße drin. Ich habe hier sogar noch einen Kaffee. Builders One Infinity. Clay habe ich hier sogar. Oh, ich habe jetzt zwar Clay. Ich habe hier sogar Bone. Ich habe hier noch so viel eigentlich drin rumliegen, was man sagen könnte man brauchen, aber ich. Ja, hier ist halt noch Backup. Nennen wir es einfach mal so. Hier habe ich eh noch viel Platz. Hier kann ich dann irgendwo mal ausbauen. Ich würde aber gerne sozusagen die Flächen abändern. Nicht eins stief oder so. Also muss ich mal gucken. Ich bin nicht so gerade der Fan von der aktuellen Situation. Alter, wie schnell brennt der durch? Wenn er kann. 6 Ingots sind da schon drin. Hat jemand gesagt, ich hätte noch. Shit, ich brauch Seared Bricks. Ich brauch Seared Bricks. Scheiße. Grout. Und dafür brauche ich genau das. 2 Clay hätte ich. Da kriege ich 4 Grout draus. Weil ich brauche Sand und Gravel. So wie ich Sand und Gravel nicht zusammenkriege, oder? Sand. Gravel. Das werde ich doch wohl noch hinkriegen, oder? Dann auf der ersten Seite, Leute, Grout. Hier. Gravel. Easy. Und dann noch der. Ich brauche nicht roten Zaubersand, ich brauche Sand. Sand, perfekt. Und daraus mache ich mir einfach mal ein bisschen Grout. Perfekt. Und das kann ich jetzt hier anfackeln. Und währenddessen tue ich mal das Sandzeug schnell zurück. Genauso wie das Gravel-Zeugs. Gravel Anchor. Und Gravel. Dann habe ich das hier schön drin. Währenddessen checken wir gleich wieder hier, ob hier was drin ist. Ah, da läuft es noch durch, okay. Es passiert noch was. Er tut schön aufhören, aber wir sind schon bei 7 Ingots. 2 Ingots noch und wir sind voll. Das ist natürlich mega geil. Komm, einen noch. 6 sind gleich nicht genug, ich brauche 7. Perfekt. So. Dann machen wir dieses kleine Gedöns jetzt. Nimm schnell dich, stellen dich hier ab, stellen dich hier hin. Und gleich sollten wir 8 Nuggets. Oh, es wird immer besser. 4 Nuggets. Ich find's geil. Das ist echt cool. Also die Funktion. Das ist echt ein geiler Weg. Und wenn man das noch in Zukunft automatisiert kriegt mit Filtereinheiten und so alles, dann wird es natürlich noch um einiges besser laufen. Ich will, dass wir in dieser Folge auf jeden Fall hier mindestens einen Eisenblock rauskriegen, weil aus einem Eisenblock können wir hier noch ein bisschen was. Wir können hier gleich spawnen. Überforderung, es passiert zu viel in diesem Video. Zack. Und dann 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gleich beide hier hin. Ich höre die Produktion. Klar, ich muss jetzt dann wahrscheinlich auch mal den austauschen anfangen. Gegen den großen Ofen, damit die Produktion höher wird. Aber für den Anfang ist es grenzgenial. Ich kann auch gleich wieder. Ich brauche wieder mindestens. Ich weiß es. Es reicht gerade so. Wow, das reicht echt so. Dann nochmal 2 von euch. Wo sind jetzt die Kisten denn da? Oh, okay, ich gehe doch mit Klick drauf, wenn es funktionieren sollte. Ups. Brauche ich doch keinen Knopf. Das ist natürlich wesentlich angenehmer, weil dann kann ich einfach mal hier stehen bleiben, FK, und der macht es für mich. Jetzt kühl runter.
Oh, schaut die Veränderung an. Oh, ist das geil. Früher war das nicht so. Irgendwann hat es Pop gemacht und hat sich umgedreht. Mittlerweile haben sie es echt cool, dass du halt auch den Übergang so ein bisschen siehst. Klar, schaut so ein bisschen dumm teilweise aus, aber besser wie sonst. 90. Dann machen wir Pop und dann haben wir einen Eisenblock. Und aus dem Eisenblock machen wir Pop, nur ein Eisen. Schön. Und ich brauche... Ich habe vergessen. Ah, ich habe noch Eisen. Das ist natürlich vorteilhaft, du. So, jetzt haben wir zwei davon. Dann tun wir die zwei mit den zwei kombinieren. Und hier drüben haben wir gleich noch Erde drin. Und ja, ich will jetzt als erstes die Eisenproduktion ankurbeln, weil sobald ich die Eisenproduktion angekurbelt habe, kann ich den ganzen Rest auch ankurbeln. Und da denke ich, ist es wesentlich dann angenehmer, sobald das alles wirklich angekurbelt ist. So. Behold, mein... extrem Bonsai-Baum-Gedöns. Das ist natürlich schon geil. Es ist einfach geil. Rein theoretisch kann ich einen Upside-Down-Hopper ja auch bauen und kann den dann hier unten durchlaufen lassen, nach hier vorne. Das werden wir vielleicht mal bei denen dann hier ausprobieren. Wir werden das in der Mitte rausreißen und dann hier Holzhopper reinsetzen, die sich nach hier vorne mit einem Upside-Down-Hopper verbinden oder sowas. Aber geil ist natürlich jetzt... der wird ein bisschen Backstock haben wahrscheinlich, oder? Ein bisschen Backstock wird er haben, sicher. Die Bäume sind auch schon gewachsen. Das ist so, jetzt habe ich mir das andenken so... Ihr seid unnötig. Ich habe was Besseres. Ich habe was Automatisiertes. Da ist schon wieder zwei Ingots drin. Und ich habe hier schon wieder so viel Zeug. Nachfüllen. Es ist halt praktischer, wenn du so automatisiert hast, einfach, weil du kannst dich um andere Sachen kümmern. Wobei, um was kümmere ich mich eigentlich? Ich könnte mich drum kümmern, zu überlegen, wie komme ich an Gras? Und das steht doch bestimmt in meinem schönen Zauberbuch. Nö. Also, warte mal, ich habe hier zum Beispiel noch eine Aufgabe. Ich soll ein Dirt-Ding essen, dann machen wir das doch mal schnell. Ich habe jetzt alles andere gegessen, außer die Dirt-Teile. Ich habe gerade Hunger. Was kann man sonst noch aus dem Büchchen erledigen? Cotton. Craft a cotton sapling. Tin man. Obtain a tin by crafting tin amber using the tinker's complete melter and smeltery to melt it into molten tin and pour it into a casting bin or cast. Mhm. Collateral damage. Das hört sich ja so toll an. So, und dann einmal... So, perfekt. Wie schaut unsere Maschine aus? Oh, die ist jetzt aber ruhiger geworden. Warum immer zwei verschiedene... jetzt hier sind. Ich nehme mal die jetzt hier raus. Tu die Sticks hier rein. Und fang an, in den Öfen wieder nachzubrennen. Dass das wieder vorangeht. So, und du kriegst gleich den Nachschub der Hölle. Konnte ich schon wieder? Nee. Das ist halt die Molten Iron. Okay, das funktioniert echt automatisch. Was toll ist, man kann in Zukunft rein theoretisch einen Autoklicker reinbauen und alles und dann tut er halt automatisch nachfüllen, sobald du es brauchst. Das sind so viel. Wie viel braucht der? 5? 1200. Das sind sie viele 6. Fast nix. So, okay, was ist das? Das sind Gravels, genau, das sind Gravel Saplings. Hier habe ich meine Clay Saplings und hier habe ich meine Bone Saplings. Ja. Ich will das jetzt probieren, aber ich habe nicht so viel Eisen. Wir können ja trotzdem mal, wir haben ja so viel Holz eigentlich. Also wir haben ja echt eigentlich sehr viel Holz, wenn man sich so anschaut. Als erstes tue ich jetzt in beide hier nochmal so einen halben Stack rein, damit das alles gleichmäßig aufgeteilt ist. Gleichzeitig nehme ich mir aber hier einen Stack und mache eine runde Kiste. Noch eine runde Kiste. Tu die Kisten hier übereinander. Das ist jetzt aber eh zu viel.
So, jetzt haben wir hier 16 Hopper. Und dann können wir ja mal mit Shift schnell euch zur Seite bewegen. Und mal schnell hier den Boden rausreißen. Ums Holz ist eh nicht schade. Das ist der Vorteil in dem Fall. Ich will das jetzt ausprobieren. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will hier hin. Ist ja nur eine Versuchsstrecke, wenn wir es so sehen. Aber es ist so eine Sache, die ich wahrscheinlich vermehrt brauchen werde auch. Und ja, okay, das scheint hier natürlich so ein bisschen. Verdammt! Ungeplant. Aber ich brauche eine leere Hand. Okay, Entschuldigung. Der zieht es aber nicht durch, ne? Schade. Das wäre zu schön gewesen. Dirt, dirt, dirt. Gut, dann haben wir das schon mal weg. Ziehen wir das noch ein bisschen weiter hinter durch. Wenn wir hier warten können, um ein bisschen auf dem Eisen noch. Können wir hier das mal ein bisschen ausweiten. Aber Leute, ich würde sagen, das war's dann für euch auf jeden Fall für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Tibi, ich und dich und alle anderen lade ich natürlich wieder einen Kommentar zu schreiben. Ich probiere mich, warte hier ein bisschen mehr auf Eisen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.